ist delicious. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge der FC Bayern München Trainerkarriere hier auf meinem Kanal. Wir werden heute das erste Champions League Spiel bestreiten mit unseren Bayern. Aber vorerst geht es rein gegen den ersten FC Köln. Wir haben drei Bundesligaspieler bis jetzt. Kai Havertz hat sich den Spieler des Monats Award geholt, direkt im August. Also es läuft eigentlich alles wunderbar mit den Bayern hier. Und unsere Aufstellung ist halt auch ultra krank, was wir uns da aufgebaut haben. Jetzt halt noch mit De Ligt und einem Donnarumma hinten drin. Das müssen drei Punkte gegen Köln werden, obwohl die Kölner auf Platz 3 stehen. Guckt euch mal die Tabelle an. Mainz 2, Köln 3, Augsburg 4. Hängt natürlich damit zusammen, da gerade mal drei Spiele gespielt worden, ist ja klar. Aber mal gucken. Wenn die Kölner gut drauf sind, was ist hier los? Problem selbst beheben. Ist er hier auf der Bank? Ah, Kramaric hat die rote Karte bekommen, der Lümmel. Da kommt Alaba hier wieder mit auf die Bank. Alaba hätten wir auch theoretisch verkaufen können, weil wir haben noch Hernandez als Ersatzspieler. Und in die Startaufstellung wird sich ein Alaba wohl nicht spielen. Es sei denn, es verletzt sich jemand oder so. Dann theoretisch schon. Die Kölner mit Duda, mit Kainz, mit Skiri. Amadou, William Rossi vorne drin, das ist ein neuer Mann. Hier und da auf jeden Fall auch neue Spieler, die wir jetzt gleich sehen werden im Rhein-Energiestadion. Ich gehe rein, schnelle Simulation, Däumchen sind gedrückt, dass wir hier die nächsten drei Punkte mitnehmen. Und es sind drei Punkte. Fonzie Davis hat das 0:2 erzielt und das erste natürlich Kai Havertz. Kai Havertz ist hier nicht nur heute gut drauf, sondern halt auch in den letzten Wochen. Ansonsten hätte er sich nicht den Spieler des Monats Award geholt. Normalerweise könnten wir das Spiel nach Dynamo Zagreb auch noch mitnehmen, weil das ist gegen Bielefeld. Ich denke mal, das mache ich sogar. Aber jetzt erstmal gegen Zagreb das erste Champions League Spiel. Und in unserer Gruppe ist ja noch Kiew, ne? Kiew und Liverpool. Liverpool, ja, wahrscheinlich, wenn alles normal läuft, kommen wir weiter und dann kommt halt auch noch Liverpool weiter. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus und mal gucken, ob wir direkt mal Zagreb aus dem Stadion schießen können. Erstes Champions League Spiel, ich hab Bock, ultimativ, 5 Minuten, let's go! Und los geht's, die Partie ist eröffnet, 90 Minuten Vollgas geben und die drei Punkte hier mitnehmen. Havertz, direkter Fehlpass, Kai Havertz, alleine, er macht's alleine, Kai Havertz. Und mein PS4-Controller ist gleich leer, ja moin. Junge, Junge, was wäre das für ein Traumstart gewesen, ne? Fehlpass von Zagreb, die sind direkt aufgeregt in den ersten Minuten. Na, wem kann man das denn verübeln? Und es gibt die erste Ecke für Zagreb, Alter. Orsic mit der 99 an der Eckfahne. Ich positioniere mich mal schon mit genau da mit Leroy Sané, weil jetzt laufen wir mit drei Mann. Das ist ein klassisches, das ist ein 1 gegen 1, nein, da, oh, die sind blöd mitgelaufen alle, die sind richtig blöd alle mitgelaufen. Kimmich, Joshua Kimmich, Mann. Junge, da hätte das 1-0 daraus, also es muss, da durch diese Situation muss das 1-0 entstehen. Wir hatten da so viel Platz, aber der Laufweg von Sané und von Kai Havertz, der da glaube ich mitgelaufen ist, war halt echt nicht so lecker. Aber wir bleiben dran, Leon Goretzka macht's alleine, Leon Goretzka und Kingsley Coman und es gibt die Ecke für uns. Holy shit, Mann, es ist richtig Dampf direkt in der Partie, Kimmich, Coman, Kingsley Coman, muss ich erstmal so rummachen, jetzt Goretzka mitnehmen, Leon Goretzka und wieder ist der Ball weg, muss unser sein, Pavard, Benji steigt, oh, er verliert, aber wir sind bleiben mit dem Einwurf weiterhin hier im Ballbesitz, Mann, 22. Minute, 0-0, wir tun uns so ein bisschen schwer, ab zur Grundlinie, Coman, ab zur Grundlinie und jetzt in die Mitte. Oh, schießt doch nochmal irgendwie. Das kann nicht sein. Und jetzt aber. Jetzt durch da. Lewandowski. Robert Lewandowski. Da ist es doch, Mann. Da ist es doch. Wer denn auch sonst? Robert Lewandowski. Hier, die Vorlage kam von Kai Havertz. Sehr, sehr, sehr gut. Und dann haut er den unten links rein. Lewandowski. Faust in die Facecam. Let's go, Mann. Genau so wollten wir das doch haben. Zwar hat die Führung ein bisschen länger gedauert, als ich damit gerechnet hätte.
Oh. Und wenn der Pass da von Havertz auf Goretzka kommt, auf Leon Goretzka. Und da muss die Grätsche kommen. Oh, oh, jetzt bloß nicht das 1-1 fangen. Nicht das 1-1 fangen. Alter Falter. Also darf man nicht unterschätzen, Zagreb, ne? Natürlich sind sie vom Papier her deutlich, deutlich schlechter. Aber diese Situation hat gezeigt, ey, wir dürfen hier nicht schlafen. Und Leroy Sané. Was? Er hält ihn. Und es gibt den nächsten Eckball. Komm, wir müssen irgendwie Lewandowski suchen. Lewandowski suchen. Mal probieren was? Direkt? Ne, wir probieren es nicht. Sané, Goretzka. Schade. Da hat sich Niklas Süle vorne angeboten. Und geh. Und jetzt. Ja, das muss es sein. Das muss es sein. Leon Goretzka nochmal in die Mitte. Gewinnt der Übersicht von unserem Leon auf Kai Havertz gespielter Ding. Und der macht jetzt erstmal wieder sein Breakdance. Das ist ja der typische Kai Havertz Torjubel. Den macht er ja immer. Ich drücke halt immer die gleiche Tastenkombination oder ich skippe das, keine Ahnung. Und deswegen macht er immer den gleichen Torjubel. Ist mir auch vollkommen recht. Das ist das 0-2. Der Zagreb-Torhüter schüttelt hier mit dem Kopf. Hier, dieser eine Weg war zu weit nach außen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, passe ich nochmal in die Mitte. Und es war ja auch gut, so wie ich es gemacht habe. 0-2. Oh, Castrati über die rechte Seite. Zweite Halbzeit mittlerweile. Zweite Halbzeit, hallo. Außennetz, oh mein Gott, wie kann man den nicht reinmachen? Junge, was passiert hier? Holy moly. Komm, Kumann. Biete dich da mal an. Oder ich gehe einfach mit Benji Pavard alleine. Wenn da keiner angreift, kann ich das machen. In die Mitte. Sag nochmal weiter. Und jetzt Kai Havertz. Ja, er vernascht den ersten. Und dann wird er am Schuss versucht gehindert. Das kann nicht sein. Livakovic war dran noch. Aber weiter geht's. Direkt wieder. Kai Havertz, nein, ey. Mann. Da war die Abwehr noch nicht geordnet, weil wir halt sofort den Ball wiederbekommen hatten von Zagreb. Und da hätte es durchaus gefährlich werden können. Hätte, Fahrradkette jetzt aber. Goretzka wieder. Leon Goretzka und diesmal mache ich es alleine. Diesmal gönne ich das Tor. Leon Goretzka. Huch. Da kriege ich hier direkt Husten. Das war's komplett, Goretzka. Das war's wirklich komplett an dieser Stelle. Oh, schöner Pass. Schöner Hackenpass auf Kingsley Coman. Kingsley Coman. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich hier nicht das dritte mache. Ey. Jetzt mal no joke, ne? Das liegt so auf der Hand, das dritte Türchen. Das liegt so auf der Hand. Aber so mache ich es nicht. So kann ich es nicht machen, wenn ich halt die ganze Zeit den Keeper anschieße. Oder der Keeper den Ball hält. Aber ich fand auch die Schüsse, die ich da aufs Tor raufgebracht habe, die waren halt jetzt auch nicht sonderlich gut. Und hier kriegen wir den nächsten Angriff. Über Lewandowski. Ich spiele rüber. Kai Havertz. Kai Havertz mit dem Doppelpass. Jawohl. Warum denn nicht auch schon vorher? 65. Minute. Havertz macht da weiter, wo er halt in den letzten Wochen und in den letzten Tagen auch ja weitergemacht hat mit dem Tore machen. Gegen Köln war er erfolgreich. Jetzt ist er wieder doppelt erfolgreich. Und das Spiel ist durch. Wir haben unsere ersten drei Champions League Punkte. Und am Ende ist es auch beim 0-3 geblieben. Somit, und Liverpool gewinnt gegen Kiew. Das heißt ja, so wie ich es damit gerechnet habe, Liverpool, Bayern natürlich ganz vorne mit dabei in den Champions League Gruppen. Und ich habe ja noch gesagt, ich nehme das Bielefeld-Spiel noch mit. Und das mache ich auch. Dortmund-Leverkusen, so sieht die Tabelle doch schon realistisch aus. Mit Bayern, Dortmund-Leverkusen auf den ersten dreien. Dann kommt Mainz und dann kommen die Leipziger und die Wölfe. So, jetzt müssen wir aber mal gucken. Ich glaube, danach habe ich ja also sofort das Liverpool-Spiel am Mittwoch, wenn mich nicht alles täuscht. Ich guck mal ganz kurz nochmal nach, weil dann könnte ich gegen Bielefeld... Ne, habe ich nicht. Okay, ich habe noch eine Woche dazwischen. Dann Union. Union nimmt man in der nächsten Folge mit. Das heißt, ich kann jetzt so mit der besten Elf reingehen, so wie ich eben auch in der Champions League gespielt habe. Auch wenn sie jetzt nicht komplett fit sind, sollten sie trotzdem die Bielefelder abziehen und die nächsten drei Punkte in der Bundesliga sichern. Und so ist es auch 5-2 Bielefeld abgezogen. Sané, Goretzka, Lewandowski doppelt und nochmal Sané, also zweimal Sané, zweimal Lever und einmal Goretzka. Leider nicht, kein Türchen von Kai Havertz.
Aber das soll es trotzdem gewesen sein für die heutige Folge. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Jungs. Haut rein und tschüssikowski.